Okay, Leute, ich habe es mal wieder geschafft, um 15 Uhr aufzustehen, also habe ich keine Zeit zu verlieren. Wir müssen das Tutorial jetzt schnell aufnehmen. Heute geht es um dieses Shop-GUI, das wir schon kennen, wo auch die Sachen geladen werden wie beim letzten Mal. Aber was jetzt auch funktionieren sollte, wäre das Kaufen von Developer-Produkten, dass die dann auch gespeichert werden, dass dann hier angezeigt wird, dass wir 10 Stück haben und dass wir sie benutzen können und hier dann der Countdown kommt. Außerdem können wir jetzt auch schon Merch testen, was man bei mir nicht wirklich sieht, weil wenn ich das hier probiere, wird mein Shirt einfach nur ein bisschen dicker. Aber naja, wir legen dann mal los. Beim letzten Mal haben wir dieses GUI hier gemacht. Das liegt auch noch im Starter GUI drin. Und wenn ihr nicht wisst, wie wir zu diesem Punkt gekommen seid, dann schaut euch Part 1 und Part 2 an. Wir machen jetzt die serverseitige Implementierung. Das bedeutet, wir brauchen natürlich erstmal irgendein System, mit dem wir Daten von Spielern speichern und laden können. Dazu werde ich jetzt natürlich kein komplettes Tutorial machen. Das habe ich schon gemacht. Das ist oben auf dem i verlinkt. Ihr könnt euer eigenes System verwenden. Ich versuche es euch so zu erklären, dass ihr es bei eurem System auch integrieren könnt. Beim letzten Mal habe ich auf jeden Fall diesen Datenmanager hier gemacht. Den ziehe ich jetzt in den Server Script Service rein. Der sieht so aus. Wie gesagt, das ist der aus dem Tutorial, das oben auf dem i verlinkt ist. Und den müssen wir natürlich jetzt anpassen. Einerseits haben wir Developer Products. Developer Products, wie gesagt, hier im Shop GUI, Fenster, Shop, Shop Frame, Shop Scrolling Frame, Dev Products, Items. Und dann sehen wir hier die zwei IDs von den Developer Products, die wir verwenden. Und die müssen wir natürlich jetzt auch serverseitig hinzufügen, damit sie von Process Receipt bearbeitet werden. Also gehen wir in den Datenmanager rein, da wo wir Process Receipt haben, fügen dann hier einmal die ID von dem ersten Ding hinzu, fügen in das zweite Ding dann die ID von dem zweiten Ding hinzu. Und dann können wir natürlich jetzt nicht das Cache von den Spielern erhöhen, sondern müssen ihnen Boosts geben. Dafür brauchen wir natürlich in unserem Profil-Template jetzt einen Eintrag für die Boosts. Ich sage einfach mal, wir machen einen Luck-Boost und einen Cache-Boost. Die füge ich hier bei mir einfach zu den Items hinzu. Ihr könnt eure Datenstruktur natürlich so machen, wie ihr wollt. Ich habe bei mir einfach nur ein Table namens Boosts zum Spielerprofil hinzugefügt. Und da drin ist der Cash Boost oder Cash Boost und die Luck Boosts. Die sind ein Table mit dem Index Anzahl auf 0 auf standardmäßig und aktiv in Sekunden auf 0 standardmäßig. Macht eure Systeme so, wie ihr wollt. Das ist jetzt einfach nur so ein Beispiel, wie man es machen könnte. Und die müssen wir dann natürlich auch entsprechend erhöhen. Das bedeutet, wenn dann das Developer Product für den Luck Boost gekauft wird, dann sagen wir einfach profil.data.inventar.boost.luck Boost.Anzahl plus ist gleich 10. Einfach erhöhen. Hier vielleicht wieder zurückrücken. Dasselbe machen wir dann noch mit den Cash Boosts, damit man mehr Geld bekommt. Und jetzt sind die Boosts schon mal drin. Wir müssen sie natürlich jetzt auch noch zu den Spielern replizieren. Hier unten machen wir es uns super einfach mit Spielerstats und einem ewigen Loop, der alles aktualisiert. Und das werde ich jetzt auch einfach so mal integrieren. Ich würde aber sagen, in meinem Spiel möchte ich, dass Cash schon den Spielern angezeigt wird. Deswegen mache ich noch einen Leaderstats Folder. Genauso wie das andere, dass der Folder Leaderstats mit einem kleinen L heißt. Und Cash wird dann auch in den Leaderstats gespeichert, statt in den Spielerstats. Die Spielerstats sind jetzt für unsere Boosts. Die werden dann an die Spieler repliziert, ohne dass man es in den Leaderstats sehen kann. Und einfach nur, um beliebig viele Boosts hinzuzufügen, machen wir einfach einen Loop durch alle Boosts durch. Also schreiben wir einfach vor, Name, Boost-Infos in profil.data.inventar.boosts.do. Wir loopen also durch alle Boosts durch, die es im Profil gibt. Und erstellen dann ein Boost-Value mit dem Namen des Boosts, mit dem Value der Anzahl. Und wir setzen den Attribut Dauer auf aktiv in Sekunden. Und hier benutze ich die Conny Library. Die müssen wir natürlich oben auch noch einmal implementieren. Einfach nur, um die Sekunden dann in ein für einen Menschen gut lesbares Format umzuwandeln. Also gehen wir hier oben über den Datenmanager rüber. Integrieren die Conny Library. Ihr könnt das natürlich weglassen, ihr könnt eure eigene Funktion benutzen. Ich benutze es nur, damit ich die Sekunden hier in Minuten umwandeln kann oder Stunden oder Tage und so. Als nächstes müssen wir diese Boosts natürlich noch aktualisieren. Und weil ein aktiver Boost jede Sekunde um eine Sekunde weniger lang aktiv wird, würde ich sogar sagen, wir nehmen nicht diesen Loop hier, sondern machen uns einfach in der zweiten Coroutine einen zweiten Loop, der eine Sekunde halt immer wartet für jede Iteration. Und dann sagen wir hier coroutine.wrapFunction. Nicht vergessen, dass wir hier unten Klammer auf Klammer zu hinschreiben, damit die Coroutine auch ausgeführt wird. RileTask.rate1, also jede Sekunde checken wir, ob das Profil aktiv ist. Wenn ja, loopen wir wieder durch alle Boosts durch. Sagen, jo, wenn der Boost aktiv ist, also wenn aktiv in Sekunden größer ist als 0, dann reduzieren wir es um eine Sekunde und dann aktualisieren wir einfach nur den Wert für die Anzahl und wir aktualisieren jede Sekunde natürlich die Dauer in Sekunden, die als Attribut festgelegt ist. Das war's. Jetzt haben wir schon Boosts integriert im Spielerprofil. Wir müssen die Boosts jetzt natürlich noch im GUI integrieren. Dafür gehen wir noch einmal runter in unser Shop-GUI, ins Shop-Script rein und wir müssen einen Service hinzufügen, weil wenn es die Kommunikation zwischen Client und Server gibt, brauchen wir immer den Replicated Storage. Also schreiben wir oben hinten dazu, RS ist gleich game.getServiceReplicatedStorage. Und unten bei der SetupItems-Funktion gehen wir jetzt rüber zu den Developer Products, wo wir ein bisschen was anpassen werden, weil wir einfach crazy sind. Einerseits brauchen wir auf jeden Fall den Namen des Developer Products,
damit wir das auch kommunizieren können zwischen Client und Server. Hier haben wir nämlich nur die Produkt-ID und die Product-ID, das funktioniert einfach nicht für uns. Ich würde, weil wir nur zwei Boosts haben, es hier sehr einfach machen und einfach unten nach der Product-ID schreiben, Name ist gleich if Product-ID ist gleich diese Product-ID, dann ist es Luck-Boosts, ansonsten ist es Cash-Boosts. Wenn ihr mehr verschiedene Boosts habt, dann macht ihr vielleicht ein Table und holt euch den Index dann aus dem Table raus mit der ID. Falls ihr nicht wisst, was das hier für eine ID ist, haben wir beim letzten Mal gemacht. In den Einstellungen von eurem Spiel könnt ihr auf Monetization gehen, geht hier runter und ich habe es schon bei mir umbenannt, dass Product-ID so bei mir 10 Luck-Boosts sind, Product-ID so 10 Cash-Boosts sind. Ihr könnt die Preise auch noch anpassen, einfach hier auf Edit gehen oder hier auf Copy-ID to Clipboard, um die ID zu bekommen von euren Developer-Products. Hier könnt ihr auf welche createn und dann habt ihr die Sache. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal ein bisschen nach hier unten und passen da ein paar Dinge an. Hier haben wir zum Beispiel geschrieben Use-Button. Der Use-Button muss das Developer-Product usen. Wir haben außerdem geschrieben, gekauft Anzeige aktualisieren. Und das ist so eine Sache, da bei einem aktiven Boost jede Sekunde die Anzeige theoretisch aktualisiert werden müsste, würde ich sagen, wir machen das gar nicht an Prompt Product Purchase Finished fest, sondern daran, dass sich der Value in den Spielerstats selbst aktualisiert. Dafür braucht man natürlich erstmal die Spielerstats. Wir gehen dementsprechend noch einmal nach oben und ich würde sagen, hier hinter Spieler sagen wir direkt Spielerstats ist gleich Spieler, Doppelpunkt, Wait for Child, Spielerstats. Damit haben wir dann schon den Folder, in dem die Sachen drin gespeichert werden können. Und wir könnten jetzt an unser Dev-Product ein Event verbinden, das einfach checkt, ob diese Stats aktualisiert werden. Oder wir machen es richtig faul und loopen auch einfach jede Sekunde durch und aktualisieren einfach. Und wisst ihr was? Ich bin richtig faul, deswegen mache ich das. Ich schreibe hier unten jetzt hin, coroutine.grab-function, while-true-do, Dev-Product aktualisieren für Item und Name, task.grade eine Sekunde oder dann immer und immer weiter. Klammer auf, Klammer zu hier unten nicht vergessen. Und jetzt müssen wir die DevProductAktualisieren-Funktion schreiben, die einfach dieses DevProduct aktualisiert. Dafür gehen wir mal nach oben, schreiben dann local function DevProductAktualisieren mit Item und Name. Zuallererst holen wir uns den Stat aus den Spielerstats raus. Also sagen wir local stat ist gleich Spielerstats, Doppelpunkt find first child Name. Wenn wir den nicht haben, könnten wir jetzt sagen waren bla 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 bla. Wisst ihr was, das schreibe ich auch einmal. If not stat, then waren aaaaa oder so, meinetwegen. Und return end, dann seht ihr im Output, dass da irgendwas nicht stimmt. Und ansonsten aktualisieren wir einfach. Wir aktualisieren einfach item.rechts.useButton.benutzen.text auf use, Klammer auf, stat.value, also wie viele Boosts wir haben, schreiben wir hier rein. Und item.rechts.infolabel.text legen wir fest auf stat.getAttributeDauer, weil im Datenmanager haben wir auf das Attribute Dauer halt die Dauer in Sekunden festgelegt. Jetzt braucht man natürlich noch so ein Infolabel, weil in unserem GUI, wenn wir uns das jetzt anzeigen, wir gehen mal hier auf Shop, dann auf Visible, dann sehen wir hier unten, gibt es gar kein Infolabel. Das müssen wir noch hinzufügen, das ist zum Glück relativ einfach. Wir gehen einfach hier auf rechts, sehen hier ein Preislabel. Ja, vielleicht gehe ich auf den unteren, wo man es dann auch wirklich sieht. Hier sehen wir ein Preislabel, dann nehme ich das, indem ich STRG D drücke, ziehe das nach oben, so, und dann benenne ich das Ding einfach um in Infolabel. So, hier können wir den Text einfach rausnehmen, so, und dann drücke ich STRG C bei dem Infolabel. Gehe auf das andere Ding auf rechts, STRG, SHIFT und V und dann haben wir es da auch hinzugefügt. Jetzt haben wir unser Infolabel, wo wir mehr Informationen anzeigen können. Den Shop natürlich wieder ausblenden, indem wir oben den Frame auswählen und Visible wieder ausschalten und dann haben wir die Sache. Ich kann mir gut vorstellen, wie viele von euch das Tutorial hier sehen und überhaupt nicht mitkommen, weil es ist halt wirklich nicht für Anfänger geeignet. Aber ihr wolltet ein Shop-GUI haben und Shop-GUIs sind unnötig kompliziert. Natürlich hätte ich mir länger was Besseres einfallen lassen können, was ihr dann aber auch Schritt für Schritt nachmachen müsstet und dann könnt ihr es nicht so gut anpassen dementsprechend. Gibt es halt Abstriche. Entweder man hat ein Schritt für Schritt Tutorial und hat keine Customization oder man hat ein sehr komplexes Tutorial, wo man am Ende dann hoffentlich ein paar Sachen versteht. Ich hoffe, ihr versteht die Sachen, die ich hier sage, weil ich Speedrun schon ziemlich krass durch. Gut, hier unten haben wir auf jeden Fall DevProduct aktualisieren gecallt und wir brauchen jetzt noch Use und dafür müssen wir eigentlich nur ein Remote Event im Replicated Storage firen. Also schreiben wir einfach mal Use DevProduct Event Doppelpunkt Fire Server und dann Name. Und das Use DevProduct Event, das müssen wir natürlich auch erstmal finden und dafür gehen wir einfach mal nach oben unter Premium und schreiben hier hin Use DevProduct Event ist gleich Replicated Storage Doppelpunkt Wait for Child Use Dev Product. Das Use DevProduct Event muss natürlich im Datenmanager erstellt werden und ich würde sagen, das machen wir ganz unten irgendwo, damit wir das auch haben. Ich füge hier extra vorinitialisieren einen neuen Abteil hinzu, so namens Events und dann erstellen wir uns hier bei den Events das Use DevProduct Event, das Instance.UseRemoteEvent, Use DevProduct und Replicated Storage müssen wir uns natürlich auch noch im Datenmanager requiren. Mach hier oben local RS ist gleich
game:getServiceReplicatedStorage. Gehen wir wieder hier runter und dann connecten wir einfach eine Funktion an das Remote Event. Denn wir schreiben useDevProductEvent.onServerEvent:connect:function:Spieler und Name. LocalProfil ist gleich DartManager:getProfileAsync. Dann nutzt ihr eure Funktion, um die Spielerdaten von eurem Spieler zu bekommen. Wenn ihr die Spielerdaten nicht habt, returnt ihr. Wenn ihr die Spielerdaten habt, dann sucht ihr euch den Boost mit dem Namen raus. Heißt Profil.data.inventar.boost Name. Wäre es bei mir, wenn ihr eine andere Datenstruktur habt, braucht ihr eure Datenstruktur, wo ihr das raussucht. Wenn der Boost nicht existiert oder die Anzahl kleiner gleich 0 ist, dann kann das Ding nicht benutzt werden. Meinetwegen könnt ihr hier dann euer Message-System verwenden und dem Spieler sagen, geht nicht, hast keinen Boost oder willst du was kaufen. Könnt ihr alles machen. Ich mache es simpel und sage einfach Return. Und falls doch, sagen wir Boost-Anzahl ist minus 1 und Boost.aktiv in Sekunden ist plus 900 Sekunden, was 15 Minuten sind. Wenn ihr den Boost für eine Stunde haben wollt, dann macht ihr 3600. Wenn ihr 10 Minuten wollt, dann macht ihr 600. Ihr kennt den Spaß. Das sind halt Sekunden. 900 sind 15 Minuten, was eine übliche Zeit für solche Boosts ist. Ich würde sagen, wir testen den Spaß jetzt mal und gucken, wo unsere Fehler sind. Bei mir wird auf jeden Fall ein Fehler drin sein, und zwar der DataStore-Service wird rummeckern, dass ich nicht speichern kann, weil ich die API-Requests deaktiviert habe. Aber das ist bei meinem System nicht so schlimm. Wir sehen oben rechts, ich habe Cache. Wenn das bei euch nicht so ist, kann es sein, dass ihr euer Datenmodul noch irgendwie requiren müsst in einem anderen Script, weil es einfach nicht ausgeführt wird. Also achtet darauf, dass ihr irgendein Script habt, welches euren Datenmanager required. Das heißt, das hat schon mal funktioniert. Ich öffne den Shop, scroll runter. Die Daten werden geladen. 10 Cache Boosts, 10 Luck Boosts, weitere relevante Infos, bla bla bla. Und ich gehe mal auf Buy. Dann kaufe ich 10 Luck Boosts. Ich habe gekauft. Und hier steht jetzt in Klammern 10. Ich habe jetzt 10 Luck Boosts. Ich drücke rauf. Und hier steht 14 Minuten. Das hat alles funktioniert. Ich kann auch mehrfach hier raufklicken und dann wird jede Sekunde aktualisiert. Und jetzt habe ich 1 Stunde und 29 Minuten die Boosts. Sie werden auch immer schön aktuell gehalten. Wenn ich meine Daten speichern würde, das Spiel neu starten würde, würde ich wieder reingehen und hätte immer noch 1 Stunde und 29 Minuten Boosts. Wenn ihr in eurem Spiel Boosts haben wollt, die in Echtzeit ablaufen, auch wenn man das Spiel verlässt, dann könnt ihr es machen mit DateTime und dann einfach auf die aktuelle Zeit die 900 Sekunden raufrechnen. Dann sagt ihr, dann da ist die Ablaufzeit. Wenn Ablaufzeit in der Vergangenheit liegt, dann ist der Boost abgelaufen. Aber wir sind nett und sagen, die Boosts laufen nur, während man im Spiel drin ist. So finden die Spieler das in der Regel auch cooler. Jetzt müssen wir nur noch den Merge-Try-Button machen. Und der Merge-Try-Button ist der Grund, warum ich jetzt so rumgespeedrunnt habe, weil das ist ein eigenes Ding für sich. Merge anzuprobieren ist kompliziert, weil der Avatar-Editor, also alles, was mit Avataren zu tun hat in Roblox, ist ein bisschen unnötig kompliziert. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, so ein Package zu machen namens Merge Store. Das wollte ich auch zur Verfügung kostenlos anbieten, dass Leute den Merge Store in ihren Spielen benutzen können. Das einzige Problem ist, Packages kann man irgendwie doch nicht mehr im Marketplace publishen. Vielleicht ging das noch nie, vielleicht hatte ich das falsch auf dem Schirm. Auf jeden Fall kann ich das Ding nicht publishen, ihr könnt es nicht benutzen. Aber das Script, das ich hierfür geschrieben habe, das habe ich mir einfach mal genommen und habe es ein bisschen umgeschrieben. Und darum geht's jetzt. Im ServerScript-Service fügen wir ein Merge-Script hinzu. Das wird ein relativ langes Script, das ich jetzt nicht 100.000 Mal proof-geredet habe, sondern ich habe einfach nur die Sachen entfernt, die irrelevant waren und die Sachen drin gelassen, die relevant sind. Und zwar diese Services, Players, Insert-Service, Marketplace-Service, Server-Storage und Replicated-Storage. Außerdem brauchen wir natürlich ConnyPlease und den Datenmanager. ConnyPlease ist eine Library, die habe ich noch nie irgendwie introduced. Die ist auch nicht so wirklich geil. Die habe ich nur sehr spontan zusammengebastelt. Die sollte eigentlich mal eine sinnvolle Library werden, um API-Anfragen zu schedulen. Ich hatte aber nie die Zeit, die fertig zu coden. Sie ist jetzt auf einem Stand, wo man sie benutzen kann, um API-Anfragen zu schedulen, aber sie ist noch nicht wirklich gut. Ihr könnt euer eigenes Ding für verwenden, aber es sollte jetzt erstmal reichen. Den Datenmanager require ich hier nur, wie gesagt, damit er irgendwo required ist und auch ausgeführt wird. Wenn er schon von einem anderen Script required wird, ist das nicht notwendig. Was wir dann brauchen, ist einerseits der Merge-Type, also Shirts, Pants und Others. Brauchen wir einfach für später. Und dann noch ein Merge-Table, wo ihr all eure Assets, die ihr anbieten wollt in eurem Spiel, auch drin habt. Die müssen nämlich erstmal geladen werden von diesem Script. Das heißt, alles, was ihr hier im Shop-GUI drin habt, unter Merge, hier gehen wir auf Merge, Items, diese ganzen IDs, die müssen auch in dem Table so drin stehen. Wenn das nicht der Fall ist, kann der Spieler den Merge nicht testen. Außerdem haben wir ein Varying Cache, ein Cache mit Sachen, die Spieler gerade tragen, ein Merge Asset Cache, ein Cache, wo die geladenen Assets drin geladen sind, ein Merge Asset Folder, ein Folder, wo die geladenen Assets abgelegt werden im Server Storage und ein Spieler Cache Folder, ein Folder im Server Storage, wo die Items, die vom Spieler temporär weggenommen werden, auch drin gelagert werden. Wenn ein Spieler das Spiel verlässt, ich erkläre jetzt nicht das komplette Script, weil es ist ziemlich viel, aber wenn ein Spieler das Spiel verlässt, dann holen wir uns den Cache Folder
für den Spieler. Also im Spieler-Cache-Folder suchen wir nach Spieler-User-ID und zerstören den Folder, damit die Sachen, die von dem Spieler abgeladen wurden, nicht den Server-Storage überfüllen. Die werden alle zerstört. Und der Varying-Cache vom Spieler wird auch auf Nil gesetzt. Einfach Cache leeren. Dann kommt eine Funktion, die den ganzen Spaß auch cachen soll. Ich glaube, ich mache hier mal so einen Abstand mehr dazu. So. Funktion Cache-Zeug. Die cache das aktuelle Kleidungsstück, wenn der Spieler ein anderes anprobieren möchte für später. Das kommt dann halt in den Varying-Cache rein. Also if not Spieler, bla bla bla, dann return end. Dann sagen wir Cache-Folder ist gleich dieser Folder. Wenn der Folder nicht existiert, dann erstellen wir den Folder. Dann gucken wir, ob der Spieler vorhandene Kleidung trägt. Wenn er die Kleidung trägt, dann wird sie gecached. Wenn schon was gecached war und bla bla bla, was auch immer, wird destroyed und so weiter und so fort. Könnt ihr euch ja denken, hier, ich scroll immer rüber, das sind ja sowieso nur Kommentare. Könnt ihr einfach so abschreiben, wie es hier steht. Und dann brauchen wir eine Funktion zum Probieren, zum Anprobieren von Merch. Aber wenn man Merch anprobieren möchte, muss man den Merch auch wieder ausprobieren können, sag ich mal, also ablegen können. Dafür schreibe ich zuerst die Nicht-mehr-probieren-Funktion. Die checkt erstmal Spieler-Character-Asset und so weiter. Die destroyed das Asset, das der Spieler gerade trägt und schaut dann nach dem Varying-Cache für den Spieler. Wenn er nicht existiert, wird er erstellt. Und wenn er existiert, wird der Type auf Nil gesetzt. Dann wird geguckt, ob irgendwas von dem Type schon gecached ist und dem Spieler wird zurückgegeben. Und das alles gibt es nur dafür, dass der Spieler sich danach oder davor auch Sachen anprobieren kann. Die Probieren-Funktion, die checkt natürlich wieder den ganzen selben Spaß, guckt dann nach dem Varying-Cache, erstellt den Varying-Cache, wenn er nicht existiert. Wenn der Spieler schon irgendwas trägt von diesem Typen, dann wird es ihm ausgezogen, nicht mehr probieren. Dann wird der alte Stuff gecached mit der Cache-Zeug-Funktion und dann wird eine Probe erstellt von den bereits geladenen Assets aus dem Server-Storage, wird geklont, dem Spieler gegeben. Und dann sind wir glücklich. So wie ich das hier gemacht habe, funktioniert es übrigens nur für Pants, für Shirts und für Layered Clothing oder für Accessories. Für Sachen wie Animationen würde das nicht funktionieren, aber ehrlich gesagt, darauf habe ich jetzt auch keine Lust. Mir fällt gerade auch auf, dass der Fall, dass der Spieler dasselbe Teil nochmal anprobieren will, hier nicht gedeckt wird. Damit könntet ihr es dann ihm dann wieder ausziehen, aber ist mir eigentlich auch egal. Kaufen müssen wir eigentlich nicht hinzufügen, weil kaufen machen wir sowieso in dem Shop an sich. Jetzt kommt aber ein neuer Abteil, und zwar der Abteil, wo wir die Sachen tatsächlich von Roblox laden. Und das machen wir vorab, wenn der Server gestartet wird. Deswegen hier so eine schöne Trennwand. Get Item Info ist einfach nur eine Funktion, die marketplace.getproductinfo scheduled, sodass hoffentlich Roblox keinen Error rausschmeißt wegen zu vielen API-Anfragen. Ihr könnt auch einfach nur marketplace.getproductinfo mit diesen Argumenten hier callen. Aber es kann halt sein, dass wenn ihr zu viele Sachen habt, dass Roblox dann sagt, nee, nee, das geht zu schnell, Rate Limited, was auch immer. Deswegen Conny Please Modul. Dann brauchen wir eine Funktion, die das Asset Setup. Setup Asset mit der ID und der Item Info. So, das Asset finden wir im Merge Asset Folder. Wenn das Asset nicht existiert, das ist einfach nur dafür da, um sicherzustellen, dass wir nichts doppelt laden, weil es vielleicht doppelt im Table drin steht. Das war noch, weil der Merch Store könnte ja theoretisch auch doppelt im Spiel drin sein. Dann wird das Asset inserted mit dem Insert Service. Theoretisch könnte man das ja auch noch in Conny Please reinpacken, aber erfahrungsgemäß sollte das kein Problem sein, wenn wir einfach so sagen Insert Load Asset. Wenn es nicht klappt, vielleicht einen P-Call packen. Mal gucken. Das Asset wird dann nochmal aktualisiert, nur um sicher zu gehen. Wenn das Asset immer noch nicht existiert, dann sagen wir, dass das Asset jetzt im Asset Model das erste Child ist. Weil es gibt, der Insert Service gibt einem immer ein Model zurück und da drin ist dann ein Child und dieses Child ist dann halt auch das Asset an sich. Der Name wird dann auf die ID gepackt, damit man es wiederfinden kann. Parent wird auf den Merge Asset Folder gepackt. Ansonsten warten wir eine Sekunde und zerstören das Asset Model. Dann legen wir den Type fest. Der Type ist erstmal Other. Wenn das Asset eine Pants ist, dann wird der Type auf Pants gepackt. Wenn das Ding ein Shirt ist, dann wird es auf Shirt gepackt. Und dann am Ende wird es gecached. Merge Asset Cache ID ist gleich Asset. Asset und Type ist gleich der Type. Damit haben wir den Spaß. Jetzt loopen wir natürlich einmal durch alle unsere Sachen im Merch Table durch. Am besten in der Coroutine. Also für jedes Item im Merch Table holen wir uns die Item Info und setzen dann das Asset ab mit der ID und der Item Info. In der Coroutine, damit sich das gegenseitig nicht ausbremst. Wie gesagt, Conny Please sorgt dann dafür, dass das trotzdem noch gescheduled wird und eine Weile yieldet. Und dann brauchen wir noch ein Remote-Event, dass der Spieler auch Sachen probieren kann. Das heißt, wir schreiben hier, Remote-Event ist gleich instance.newRemote-Event, RemoteEvent.name ist gleich tryMerge, RemoteEvent.parent ist gleich der Replicated Storage. Ich schreibe die Funktion für das Remote-Event einfach mal hier rüber. Und zwar RemoteServerEvent holt sich den Spieler und die ID. Und dann wird einfach, was ist denn hier passiert? Egal. Dann wird einfach die Probieren-Funktion für den Spieler mit der Merge-Asset, mit dem Asset aus dem Cache geladen. Und wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht, weil die ID da nicht stimmt. Und am Ende wird der Spaß auch noch connected. Und zwar hier unten einmal das Remote-Event
wird connected und Players Removing wird an die Player Removing Funktion connected und dann sollte es auch alles funktionieren. Das letzte, was wir noch machen müssen, ist natürlich auch dieses Remote Event, das Try Merge Event, in unserem Shop Script zu requiren. Also hier oben, wo wir das Use Dev Prod Event haben, requiren wir uns oder suchen wir jetzt noch nach dem Try Merge Event. Und das Try Merge Event, das muss dann natürlich auch noch verwendet werden und zwar dann, wenn jemand auf den Try Button draufklickt. Das heißt, wir gehen hier nach unten zu dem Merge Abteil, hier ist Merge. Und hier steht Try und das ersetzen wir jetzt einfach durch Try Merge Event Doppelpunkt Fire Server mit der Asset ID. Und das sollte es gewesen sein. Wenn wir jetzt ins Spiel reingehen, werden die Sachen hier wieder geladen ganz normal. Wenn sie geladen sind, natürlich kaufe ich mir jetzt nochmal hier 10 Cash Boosts für 4500 Robux. Aktivieren wir uns ein paar Boosts. So, jetzt haben wir 1,5 Stunden Boost. Komm, ich mache noch einen rein, dann haben wir fast 2 Stunden Boost. So, perfekt. Und damit man es auch sieht, gehe ich jetzt mal auf Roblox Conny und ich ziehe mir mein Shirt aus und meine Jacke. Die Jacket kommt aus. Das sieht komisch aus. Das Base-Shirt kommt aus. Und so sehe ich unter der Kleidung. Alter, ich sehe, keine Ahnung, das sieht irgendwie komisch aus. Jetzt gehen wir hier auf den Shop, sagen, ich würde gerne das rote Base-Shirt probieren. Ich klicke auf probieren und da trage ich es. So sieht das Shirt aus, ich kann es probieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel das blaue Shirt hier probieren will, dann probiert auch das blaue Shirt. Das Einzige, was halt nicht funktionieren sollte, wäre hier der Floss-Tanz. Wenn ich auf probieren gehe, dann hat man hier rechts gesehen, wurde jetzt die Animation hinzugefügt, aber die Animation wird halt nicht ausgeführt. Die ist jetzt einfach in mir drin. Und auch die Based Boxer, dafür ziehe ich mir einfach mal meine Hose aus. Pants, hier, Pants ausziehen. Dann ziehe ich mir einfach mal die Based Boxer Collection 2 Boxershorts an, probieren und dann trage ich jetzt eine blaue Boxershorts. Das funktioniert auch. Kann man also probieren und man kann es natürlich auch kaufen, so oder so. Wenn ihr dazu noch irgendwelche Fragen habt, dann stellt sie mir gerne in den Kommentaren. Ich hoffe, dass ihr möglichst viel verstanden habt, dass das ShopGUI für euch funktioniert. Das war eine ziemlich schwierige Tutorial-Serie. Wenn ihr nicht mit der Serie zurechtkommt, dann schlage ich euch vor, dass ihr euch die Roblox Studio Lernserie vorher anschaut. Es braucht nur mal eine Weile, bis man gelernt hat, wie Roblox Studio funktioniert und ich habe hier viel Vorwissen vorausgesetzt, weil sonst hätte diese 3-Videoserie vielleicht eine 20-Videoserie werden müssen und ich will mich keine 20 Videos mit blöden GUIs auseinandersetzen. Ich hasse Roblox GUIs und ich hoffe, dass ich das nicht mehr machen muss. Das war's auf jeden Fall mit dem Video. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ihr könnt gerne Kanalmitglieder werden, um mich zu unterstützen oder keine Ahnung, super Thanks unten da lassen, hat noch nie jemand gemacht. Vielleicht passiert das auch mal, würde mich freuen. Das war's auf jeden Fall. Bis dann und ciao!